dieses YouTube-Video. Heute ist ein ganz besonderer Tag, denn heute kann Bundesliga-Geschichte geschrieben werden. Dortmund gegen Mainz und vor allem bin ich nicht mit irgendjemandem da. Ich glaube, ich bin mit dem größten Dortmund-Ultra aus ganz Social Media am Start. Also es wird ein cooler Vlog. Seid überrascht, wen ich gleich aus Wuppertal abhole. Und ich glaube, der ein oder andere wird sich extrem freuen. Ganz wichtig, wenn euch die Videos gefallen, Kanal abonnieren, Glocke aktivieren, dann verpasst ihr auch in Zukunft kein Video. Und jetzt direkt rein ins Video. So Freunde, laut Sinans Aussage sind wir am schönsten Stadion der Welt. Okay, jetzt nochmal die Tipps für heute. Was sagst du? 5 oder 6-0. Guck mal, heute ist das perfekte Stadionwetter für Borussia Dortmund. 20 Grad, Sommer, keine Wolke. Heute werden wir das machen. Ich sage 3-1. 3-1 geht das Ding aus. Wir sind jetzt um 10 Uhr hier und es sind schon Massen an Fans da. Ich zeige euch das gleich mal. Also Freunde, genau das meine ich. 10 Uhr morgens, guckt euch das mal an. Das ist so, als wäre 15.30 Uhr jetzt hier. Krank. Ich will nicht wissen, wie es in 3, 4, 5 Stunden aussieht. Aber hier, guck mal, Mainz. Hier kann man auch mal was von Mainz. Auch geil, oder? Und Mainz-Bulli auch nochmal hier am Start. Wird gleich abgerissen. Alter, sind die gestört, Alter. Was geht hier hinten? Sind Sie Dortmund-Fan? Na klar. Ja, so soll es sein. Perfekt. Freunde, wir sind jetzt auf dem Weg in die Innenstadt mit Sinan gemeinsam. Die Nervosität steigt. Wuchtiger Taxifahrer, so muss es sein. Wir haben noch 3,5 Stunden Zeit bis zum Spiel. Ich sag euch ehrlich, so langsam geht bei mir auch der Puls hoch. Ich bin mal gespannt, was gleich alles passiert. Und vor allem wollen wir wissen, was jetzt vor allem in der Innenstadt abgeht. Meinst du, die Innenstadt brennt? Ich glaube, die Innenstadt ist am Brennen, Leute. Guck mal hier, er brennt ist auch schon. Wer wird deutscher Meister? BVB Borussia. Wer wird deutscher Meister? Borussia BVB. Was geht hier ab, Digga? Junge, das ist unglaublich. Meine Stimmung, die wird immer besser. Wie krank das hier ist. Überall hier. Guckt euch das mal an. Heftig. BVB. So Freunde, jetzt einen ganz entspannten machen. Sina hat noch nicht gefrühstückt, musste Kleinigkeit essen, der Mann. Ja, wir machen jetzt hier live einen Vlog, Sina ist gerade auch noch live. Und dann gehen wir gleich auch schon rüber zum Stadion. Die Innenstadt hier brennt, Freunde. Allein hier schon, also Freunde, ich hoffe, ihr seht das. Da hinten eskaliert das komplett überall. Ihr seht es, glaube ich, die Stimmung. Alles ist angerichtet. Ich habe das Gefühl, dass 1 Million Menschen hier sind, alle mit schwarz-gelben Trikots. Geisteskrank, was hier abgeht. Überall. Krank. Ey, guck mal, wir haben hier die Linia getroffen. Sie kommt einfach aus Hannover, oder? Ja. Alleine hierher und wir freuen sich mit irgendwelchen Menschen und feiert dann heute die Meisterschaft zusammen. Krank. Sie hat ein größten Respekt für den Hammer. Ja, geil. Ich wünsche viel Spaß, ne? Ja. Und die Meisterschaft feiern alle im Herzen. Da lang sind sie gegangen. Ciao. Jetzt wird fleißig gegessen, Freunde. Lecker. Sinan und ich auf Diät, guckt euch das. Sieht man mir nicht an, dass ich einen Salat esse, aber muss auch mal gut sein. Muss auch mal sein, was Leichtes, was Leichtes. Und dann gehen wir wirklich gleich ins Stadion. Dann geht's wirklich los. Also mehr Vorfreude geht bei diesem Mann vor allem nicht. Der Junge explodiert gleich. Ich explodiere gleich heute meine. Ich grinse nur noch. Ist das wirklich, wo du sagst, dein schönster Tag deines Lebens jetzt ohne Spaß? Das ist der schönste Tag in meinem Leben. Das ist eine Ansage. Ich bin 20 Jahre alt und das ist heute der schönste Tag in meinem Leben. Oh mein Gott, Freunde, wir sind wirklich reingekommen. Mein Herz war am Pochen, aber wir haben es geschafft, jetzt geht's runter. Alter, die Jungs kommen jetzt rein! Ohne Bellingham, ohne Schlotterbeck. Boah, das ist eine kranke Aufstellung. Aber
Kamera ausnutzen, oder? Ja, wir gewinnen heute! Ich krieg Gänsehaut am ganzen Körper, Bruder. Deine letzten Worte, 5 Minuten vor Anstoß. Wer wird deutscher Meister? Sag es. Ey, genau so. Oh mein Gott. Mein Gänsehaut. Ich hoffe, ihr kriegt das so ein bisschen mit. Ehrlich jetzt, du kannst die Spannung einfach in der Luft greifen. Das ist so unglaublich. Und es geht jetzt los. Oh mein Gott, Alter. Macht schnell die Runde auf jeden Fall hier. Ich hoffe jetzt, dass die Jungs nicht noch nervöser werden. Das war 1-0. Leute, ich bin sprachlos. Bruder, strengt euch mal an, ich bin Hannover. Das kann hier nicht wahr sein. Gänsehaut nach dem 1-0. Gänsehaut. Gänsehaut, habe ich noch nie erlebt. Fans nach dem Gegentreffer, Bruder, die klatschen hier. Oh mein Gott, ich habe echt Gänsehaut. Ich trage das jetzt, oder das gehört dazu? Das gehört zu diesem Film dazu, Digga, das muss weitergehen, Digga. Es geht immer weiter, Bruder, Digga. Das soll so sein. Das soll erst was sein. Bitte, mach es! Schnell, guck dich nicht an! Oh, bitte! Ja! Er gibt ihn! Sebastian! Es sind 20 Minuten gespielt. Freunde, ich habe noch nie so ein Fußballspiel gesehen. Mit so einer Emotion. Boah, das ist Gänsehaut. So was habe ich noch nie erlebt. Stark, das muss man schon sagen, aber so langsam wird das stark und unruhig, Digga. Ich habe das noch nie erlebt, das ist krank. Aber ich glaube, das ist das Drehbuch hier. Das ist das Drehbuch. So gut
Spielers euch so gut gespielt. Aber wartet ab, gleich ist es soweit. Ich sag's euch, gleich ist es soweit. Anton, mein Bruder, wenn du das Video siehst, liebe Grüße gehen raus. War eine gute Aktion und ist nicht böse gemeint, aber heute musst du verlieren. Sina ist aber stark. Ja. Und genau das meine ich, Freunde. Dortmund spielt nicht schlecht, die spielen gut, aber es ist nicht zwingend. Das ist das Problem. Es ist nicht zwingend, aber die spielen nicht wirklich nicht schlecht. Es ist guter, ansehnlicher Fußball. Mein Verteidiger ist krank. Es ist praktisch so clever. Freunde, 2:0 für Bayern wird uns gerade durchgesagt. Es sieht gerade sehr, sehr negativ aus. Aber ich habe so ein Gefühl, es riecht nach Fußballwunder heute. Bei dem Wetter, es ist angerichtet, es riecht wirklich nach Fußballwunder. Und das erleben wir heute. Heute wird ein historischer Tag. Hoffe ich zumindest. Halbzeit, Freunde, 0:2. Die Leute werden ein bisschen ungemütlich, aber noch supporten alle. Das ist schon mal sehr, sehr gut und wichtig. Bayern führt 0:1. Das Tor wurde gerade zurückgenommen. Bayern führt 0:1. Das Tor wurde zurückgenommen. Und jetzt hoffen wir alle auf die zweite Halbzeit. Ne? Zweite Halbzeit, die Jungs kommen raus. Kommt jetzt, ey. Zweite Halbzeit. Frühes Tor wird gebraucht. Ein frühes Tor wird gebraucht jetzt. Reus kann das erste Mal Meister werden. Ja, keine Ahnung. Ewigkeiten ist der Mann hier jetzt seine erste Chance, hier Meister zu werden. Ich hoffe, es funktioniert heute. Die Auswechslung beim BVB. Vom Weltgang ist die 17. Marius! Dafür 9 am Ball mit der 18. Yusufa! Auf geht's, wir packen das! Halbzeit, Alter, der kann auch rein. Guter Ball von Bokus, sehr, sehr guter Ball, aber jetzt sind die Fans wieder richtig wach.
ehrlich sein, Freunde, man muss jetzt wirklich ehrlich sein. Mainz hat die besten Chancen. Ihr habt es wieder gesehen. Merkt euch die Nummer 16 von Borussia Dortmund. Digga, das ist eine Maschine.
Er wird in den nächsten Jahren noch für Forum sorgen mit Ansage. Was der am Ball macht, die setzt aus dem Spiel, unglaublich. Es wird so deutlich, aber nein, ich finde, der Keeper ist immer so krass. Also Herr Kleid ist stark, aber die Bälle sind auch nicht gut platziert. Oh, Digga, scheiße. Meter Köln! Elfmeter für Köln! Meine Haare langsam, ich kann das nicht mehr. Erik Meier wird hier auch noch abgefeiert. Gleich geht's weiter. Die Ordner, guck mal. Die machen sich bereit für den Platzsturm. Freunde, es ist ein boah, ich kann nicht mehr. 2-1 zu Bayern. Ich kann nicht mehr. Ein Wechselbad der Gefühle gerade. Ein paar Minuten war Dortmund hier Meister. Digga, ich kann das alles gar nicht mehr. Oh, mein Herz. Ja, jetzt kommt das harte Kaliber. Jetzt werden harte Geschütze aufgefahren. Jetzt wird's hart. Also aus eigener Kraft wird das hier nichts mehr. In 2 Minuten mit 2 Tore. Wobei, naja, das Wunder von Malaga kennen wir alle. Wir hoffen mal und beten mal, aber ich glaube es nicht. Wir hoffen alle auf Köln gerade. Das Stadion ist quasi stumm jetzt gerade. Alle, der Schock sitzt gerade so extrem tief. Ohne Scheiß jetzt, das ist unglaublich. Der Schock sitzt unglaublich tief. Ja! Ja! Eine Minute schon! Schnell, 2-2, jetzt so schnell! Abseits. Scheiße, Digga. Jetzt ist es gerade offiziell, Bayern ist vorbei. Bayern ist vorbei und Bayern wird Meister. Ich will es gar nicht hier aussprechen, aber Bayern wird Meister. Ist vorbei. 2-2, komm, wir haben noch ein paar Sekunden. Oh mein Gott, ein paar Sekunden haben wir noch. 20, 30 Sekunden vielleicht noch. Ist sofort vorbei. 20, 30 Sekunden müssen wir vielleicht noch haben. Freunde, oh mein Gott, mit der Schnell, noch ein paar Sekunden vielleicht. Bitte. Ein Angriff vielleicht noch, bitte. Bitte Ende. Das ist wirklich vorbei gerade. Ich kann gerade auch nichts mehr sagen, es ist vorbei. Ohne Scheiß jetzt, Freunde, für Sina tut mir das extrem leid. Der Bruder hatte gerade mit den Tränen zu kämpfen. Oder wir gehen was essen, Kopf hoch. Das tut mir echt mega leid, ohne Scheiße. Ich dachte, wir machen einen richtig geilen Tag zusammen.
macht man so eine Scheiße. Ich danke dir trotzdem vom tiefsten Herzen, dir, dass du mir dieses Erlebnis ermöglicht hast. Sehr gerne, Bruder. Vielen Dank auch an deine Community. Ich kann das einfach nicht. Alles gut, Bruder. Alles schön. Freunde, ein unglaubliches Video geht zu Ende. Sinan, der Bruder, ist echt noch sehr broke. Ich kann das verstehen an alle Dortmund-Fans, ohne Scheiß jetzt. Das tut mir unendlich leid für euch. Das tut einfach nur noch im Herzen weh. Man kann es nicht verstehen, man will es gar nicht verstehen. Aber ich habe mich jetzt zum Glück wieder ein bisschen beruhigt. Gerade ging es gar nicht bei mir. Der Bruder, ich weiß, das tut mir echt leid. Der Bruder hat gerade noch im Stadion geweint, Digga. Wir haben Fans kamen zu uns, die geweint haben. Ja. Sowas haben wir noch nie erlebt. Wir hoffen aber trotzdem, dass unsere Emotionen auch an euch da draußen rübergekommen sind. Dass hier dieses Format, was wir gemeinsam gemacht haben, jetzt so ein Vlog mit Sinan zusammen, ich glaube, es hat echt Spaß gemacht. Wir haben auch gerade im Auto nochmal in Ruhe drüber geredet, weil es einfach zwischen uns auch echt ist, hat es auch so Bock gemacht. Und wir werden das auf jeden Fall häufiger machen, wenn ihr das da draußen auch wollt. Schreibt gerne in die Kommentare und vergisst natürlich nicht, seinen Kanal zu abonnieren. Auch und auch seinen Kanal nicht abonnieren. Alles packe ich jetzt in die Videobeschreibung rein. Danke, Mann. Und er hat auch noch einen coolen Stadion-Vlog gedreht. Checkt das gerne ab und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Haut rein, Freunde. Ciao. Ciao.